Jetzt zu Gast Daniel Ladero und Christian Della Rocca, der Manager von der Arena Dortmund und ehemalig Sparta Essen, aber durch die, sag ich mal, durch die kleinen Probleme, die es gibt, im Moment alle in der Arena versammelt. Heute haben wir ja hier Nagia Championship Germany. Hast du dich irgendwie speziell für diese Veranstaltung vorbereitet? Ja, also ich habe Deutscher Meisterschaft zweiten Platz gehabt. Und war ich ein bisschen enttäuscht mit mir selber und dann habe ich gesagt, etwas geht falsch. Dann habe ich den Christian hab aufgemacht, der andere Gym, ne, der neue Gym in Arena Dortmund. Und ein bisschen so, der kommt aus VJJ, genau wie ich, und Mentalität von VJJ ist anders, ne, und ich passe besser da. Und einfach bin ich immer da gegangen jetzt und ja, ich denke, habe ich mich besser vorbereitet und ja, heute war gut, ne, zu mir, ne. Du hast schon viel gekämpft in letzter Zeit. Was bedeutet dieser Naga-Titel für dich persönlich? Also persönlich für mich, ich habe viele Turniere gewonnen, erster Platz, Regionalturnier und so, und der ist der erste, also der beste Turnier international, also mein wichtiger Titel international, kann ich sagen. Als Betreiber der Arena Dortmund, macht dich das ein bisschen glücklich, wenn es jetzt so langsam anfängt, dass die Gruppe sich bildet, sich festigt und jetzt schon, sage ich mal, die ersten Leute ihre Titel mit in die Arena bringen? Ja, ist natürlich total toll für uns. Also wir haben ja erst gerade angefangen im Dezember. Die meisten Leute, die bei uns angefangen haben, sind, wie gesagt, Anfänger. Wir fangen uns an, so ein bisschen durchzusetzen, und jetzt, wo wir ein bisschen Namen schon gemacht haben und wo wir den BJJ und MMA-Training und sowas alles ein bisschen weiter vorwärts gekommen, dann ziehen wir auch natürlich Leute an, die ein bisschen weiterkommen wollen, wie der Daniel oder der Manuel Masuch, ne? Das ist natürlich toll fürs Training, und dadurch werden wir hoffentlich auch andere Leute mehr anziehen, ne? Und wir wollen natürlich nicht nur die Arena ein bisschen weiterbringen, sondern auch ein professionelles Team aufbauen, wo wir dann wirklich, wie gesagt, halt national und international ein bisschen machen können. Und ja, das ist natürlich total toll, also dass der Daniel heute die Naga hier, fantastisch. Ja, nochmal Glückwunsch, war echt super gekämpft, wir haben ja alle Kämpfe aufgenommen, ich werde ein paar posten. Ja, sehr gut. Noch eine Frage, das Jahr, wir sind mitten im Jahr, jetzt hast du Naga-Champion, hast du irgendwelche Pläne noch für das Jahr? Hast du da irgendwas in Aussicht oder lässt du alles auf dich zukommen, relaxst du jetzt erstmal, wie sieht deine Planung aus? Also ich werde kämpfen, alles was gibt, aber ich will auch mich vorbereiten für Kämpfe im Profi, weil ich habe schon fünf Kämpfe gewonnen, und irgendwann muss ich anfangen mit Profi schon. Und ja, und sowieso Grappling, Jiu-Jitsu werde ich oft da kämpfen auch, also alles was gibt, ich mache keine Pause. Habe ich das jetzt richtig verstanden, mit diesen Amateurkämpfen war MMA gemeint oder ja, war, ja, was? Ja. Ich habe schon fünf Kämpfe. Ach, Amateur. Ja, und jetzt fünf Kämpfe gewonnen, ich werde irgendwann schon Profi kämpfen. Da, können wir ja mal einen Aufruf an alle Veranstalter machen. Also hier, Naga Champion, wer Lust ihn hat zu buchen, ihr könnt euch an Christian oder ihn direkt wenden. Ich hoffe doch, dass da irgendein Kampf für dich in Aussicht ist für den Naga Champion. Ich würde gerne John Jones hier mit herausfordern. Also, wir kommen. Ah, der ist zu leicht. Spaß. So, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke. Eure Leute kämpfen ja gleich. Es ist sehr viel Hektik. Noch eine kurze Frage. Ihr wart ja auch auf vielen Turnieren heute hier. Ihr seht ja diesen internationalen Flavor. Wie findet ihr die Naga an sich, den heutigen Tag? Also auf meine Meinung war top, ne? Viele Leute von Ausland und so, viele verschiedene Teams und so, und ja, macht Spaß. Ist ein bisschen anders, als was gibt ihr immer. So. Ja, also ich kenne ja die Naga schon aus USA, ne? Die sind da super etabliert und sind dafür berühmt, dass sie halt super organisiert sind und alles durchziehen. Und die haben halt eine super schöne Atmosphäre aufgebaut. Ne? Hier stinkt es nicht nach Löwenkäfig, wie es normalerweise auf den Turnieren macht. Es ist sehr familiär, ganz viele Kinder sind mit drin, Frauen sind mit drin. Fantastisch, super gemacht bis jetzt. Und ja, wir werden mal gucken, wie das am Ende des Abends ausgeht. Ne? Die ganzen Experten kämpfen gleich noch, und das wollen wir uns nochmal angucken. Ne? Und super, eine tolle Erfahrung. So, vielen Dank für das Interview. Ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, Grappling zu lernen, MMA, besucht die Arena in Dortmund mit professionellen Kämpfern, Trainern. Ihr habt auch viel Spaß, da wird auch viel gelacht. An dieser Stelle nochmal Dankeschön und danke. Noch einen schönen Tag. Danke. Kommt vorbei, wir machen aus euch Maschinen. Ja.